Herzlich willkommen bei 3 Minuten vom Küchentisch. Es ist Sommer und ich finde es eine tolle Zeit. Die Sonne scheint, es sind noch Ferien, alles ist ein bisschen ruhiger draußen. Manche sind ja noch unterwegs in Holland, Frankreich, sonst wo. Tolle Zeit, wo Menschen einfach unterwegs sein können. Wo man Urlaub hat, Erlaubnis hat, einfach mal nicht da zu sein. Ist manchmal auch eine blöde Zeit, weil man alleine zu Hause bleibt und alle anderen sind weg. Kann auch sein. Aber eine Zeit, in der wir nochmal ganz einfach fröhlich sein sollen. Das ist ja in der Kirche immer so ein komisches Verhältnis zur Fröhlichkeit und zur Lockerheit. Auf der einen Seite reden wir dauernd von der Freude und vom Glück und von all den Dingen, die uns Gott beschert. Aber das zuzulassen, einfach mal die Seele baumeln zu lassen, es sich gut gehen zu lassen, ist ganz schön schwierig in der Kirche. Es gibt ja so ein schönes Wort von dem Paulus, freut euch im Herrn alle Wege, das klingt so schön geistlich, aber heißt einfach nur, freut euch, seid fröhlich, seid freundlich zu allen Menschen, steht da drin. Das, was wir glauben, das, was wir zutiefst glauben, was uns trägt, dass Gott für uns da ist, das soll Ausdruck haben in der Freude, die wir mit anderen teilen, die wir für uns haben, die wir in dieser Lebenswelt erleben können. Etwas, was uns bereichert und andere bereichert. Wie es eben Freude tut, fröhlich sein. Also der Inbegriff von Sommer, Leichtigkeit. Hinzugucken und zu sagen, es ist schön. Es ist einfach schön. Es gibt keinen Grund dafür, das zu sagen, vielleicht manchmal. Aber es ist schön. Wir brauchen keine Begründung, wir brauchen keine Regeln, wir brauchen all das nicht. Wir brauchen nur die Freude selbst. Es ist Sommer und egal wo wir sitzen, am Küchentisch oder zu Hause, im Sandkasten, im Swimmingpool, im Freibad, am Strand, im Wald, auf den Bergen, egal wo, freut euch. Das ist erste Christenpflicht. Freude, Freude, Freude.